Ümit Orzum wurde am 6. Dezember vergangenen Jahres in Ankara entführt. Jetzt wurde der zuständige Staatsanwalt Salih Samsa nach Erzincan versetzt. Nun soll sich ein anderer Staatsanwalt um den Fall kümmern. Der Nachfolger wird die Akten des seit 3,5 Monaten verschwundenen Orzum von vorn bearbeiten müssen. Jetzt wird darüber diskutiert, ob die Versetzung des zuständigen Staatsanwalts nicht dazu führen soll, dass der Fall von Orzum geschlossen wird. Orzum wurde im Stadtzentrum von Ankara vor dem Einkaufszentrum A-City entführt. Ihm wurde der Weg abgeschnitten. Obwohl die Gegend voll von Überwachungskameras ist, behaupten die Sicherheitsbehörden, nichts auf den Bändern gefunden zu haben. Umso mehr wird vermutet, dass der türkische Geheimdienst mit hinter den Entführungen von Orzum steckt.